Felix Neureuther, rührende Hommage Mutter Rosi. Mit den Worten: Du hast mir die Sterne gezeigt. Jetzt bist du selbst einer. Danke für alles. Liebe Mama, verabschiedete sich Felix Neureuther, 38, am 7. Januar 2023 auf Instagram von Rosi Mittermeier. Die Ski-Ikone war am 4. Januar im Alter von 72 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Knapp einen Monat später teilt der einstige Skirennläufer ein Foto, das ihn in seinem Element zeigt und das er seiner Mutter widmet. Die vergangenen Wochen dürften für Felix Neureuther und seine Familie eine der größten Herausforderungen gewesen sein. Teilweise mehrfach haben er, Schwester Amelie Neureuther, 41, und Vater Christian Neureuther, 73, öffentlich Abschied von ihrer geliebten Rosi genommen. Nun meldet sich der einstige Profisportler zurück bei Instagram und bald auch wieder im TV. In den sozialen Medien teilt Felix ein Foto auf der Skipiste hoch oben in den schneebedeckten Bergen. Es ist die Leidenschaft, die er mit seiner verstorbenen Mutter geteilt und zum Beruf gemacht hat, das Skirennfahren. Zu dem Bild schreibt Neureuther: Im Himmel auf Erden. Spätestens bei dem Hashtag Denke an dich dürfte jedem klar sein, diesen Post widmete der 38-Jährige seiner Mutter. Mit 13 Siegen in Einzelrennen gilt Felix Neureuther als der erfolgreichste deutsche alpine Skifahrer. Beendete 2019 jedoch seine Profikarriere. Seitdem steht er als gefragter Sportexperte für unter anderem das Erste vor der Kamera. Kurz nach dem Tod seiner Mutter arbeitete Neureuther und erfüllte seiner Mutter damit einen großen Wunsch. Er fuhr Mitte Januar zum Skiweltcup nach Wengen, um als Experte das legendäre Lauberhornrennen zu begleiten. Es war wichtig, dorthin zu fahren, auch wenn es mir nicht leicht fiel und es alles andere als einfach war. Es war der ausdrückliche Wunsch von meiner Mutter, dass wir nach vorne schauen sollen und dass ich auf keinen Fall Skirennen auslassen soll, erklärte er anschließend im Gespräch mit Sportbild. Bei den Weltcuprennen in Kitzbühel und Schladming legte Neureuther eine Pause ein. Steigt aber am 4. Februar mit dem Slalom-Weltcup in Chamonix wieder als Experte der ARD ein. Allerdings aus dem Studio in München, so Felix weiter. Verwendete Quellen: Instagram.com, Bild.de.